here. Refugees are welcome here. Say it loud, say it clear. Refugees are welcome here. Schwarz war der Himmel, rot war der Schnee, von allen Seiten die Rote Armee. Seit die Veranstaltungsleiterin bin, habe ich einige Sachen zu verkünden. Jetzt darf ich kurz die Auflagen verkünden. Mitführer von unten, also die Dauer wird untersagt. Das Tragen von Transparenzen kann nicht mehr als 15 Metern. Angemessene Hilfen ja, Masseneinwanderung nein. Undemokratisch werden Dorfgemeinschaften und Stadtbewohner voll veränderte Tatsachen gestellt, meist ohne sie frühzeitig in Kenntnis zu setzen. Letzte Woche wurde auf der Bürgerversammlung in Schweinfurt eine weitere Aufnahme von Asylanten dementiert. Dies entspricht nicht der Wahrheit für Schweinfurt. Sinn und Zweck war es nur, die Bürger von Schweinfurt ruhig zu stellen. Für eine größere Ansammlung von Asylanten in den Kasernen. Dieses Jahr wohl mehr als 1,5 Millionen Flüchtlinge werden werden. Es ist bekannt, dass die Kosten pro Flüchtling monatlich sich auf 1.300 Euro belaufen. Hier ist die infrastrukturelle Nutzung noch nicht eingerechnet. Die unbegleiteten Minderjährigen 4.000 bis 5.000. Bei 1,5 Millionen im Jahr. Wir sind das Volk, das der Souverän ist, der die Leitlinien dieser Politik zu bestimmen hat. Und wir sind das Volk, das sich nicht mehr länger zugrunde merken lassen möchte. Und darum bin ich stolz auf alle, die sich hier bei uns eingefunden haben und hier endlich mal Zivilcourage zeigen. Denn Zivilcourage ist nicht bezahlt. Zivilcourage ist bezahlt, auf Seiten des Mainstreams nur den Mitläufer zu spielen. Zivilcourage ist Verantwortung zu nehmen.